Da könnte man versuchen, auch es noch mit Google Wave zu machen. Google hatte gerade ihre jährliche Developer-Konferenz, I.O. heißt die, von Input-Output. Und da haben sie Google Wave, das ist ein Dienst, den erläutere ich gleich nochmal, den haben sie jetzt freigegeben. Der war vorher nur in so einer auf Einladung. Und böse Zungen haben natürlich gesagt, mittlerweile jeder, der überhaupt nur irgendwas mit Google Wave machen wollte, der hat da jetzt auch eine Einladung. Und das muss man sagen, ist einer der Dienste von Google, die so ein bisschen lukewarm Reception, würde der Amerikaner sagen. Also nicht, die Begeisterung hat sich so in Grenzen gehalten. Und ich zeige jetzt gleich mal, warum eigentlich. Ja. Gehen wir doch mal hinein. So, also Google Wave hat so ein eigenes Definitionsproblem, weil man, was ist das eigentlich? Google Wave ist eine Art E-Mail-Konversations-Chat Realtime-Writing-Programm. So, und das zeigt schon irgendwie, wenn man es so kompliziert machen muss, kapiert keiner, worum es eigentlich geht. Also es geht um sogenannte Waves. Das sind alles Waves, in denen ich drin bin. Eine Wave könnte man prinzipiell erstmal vergleichen mit einem Konversationsstrang. Man könnte auch einfach sagen, erstmal eine E-Mail. Ja? Und Thomas, bist du online? Ja, ich bin auch bei Wave dran. Okay, wunderbar. Also ich würde zum Beispiel eine neue Wave anlegen und sagen, okay, diese Wave ist zum Beispiel Ausgangserhebung. Das ist jetzt ein Projekt. Projekt von Thomas und mir. Ausgangserhebung der SIMSO 10 Veranstaltung. Und jetzt würde ich sagen, hallo Thomas, hast du dir schon Gedanken gemacht? So, und jetzt gehen wir mal davon aus, dass Thomas jetzt nicht bei mir jetzt tatsächlich hier im Zimmer sitzen würde. Jetzt muss ich mir jemanden dazu nehmen und da sieht man schon, aha, alle Leute, die ich in meinem Google Wave Adressbuch habe, die finde ich jetzt hier. Das sind jetzt nicht so wahnsinnig viele, weil einfach nicht so viele auf Google Wave sind. Ich könnte jetzt auch mal suchen und dann ist da der Thomas Bernhard. War eben gerade auch schon da natürlich, aber ich habe nur gezeigt, wie kann man das ein bisschen vereinfachen. Jetzt habe ich den Thomas hier reingetan. Jetzt hat Thomas Zugang auf diese Wave. So, und jetzt, was man jetzt sieht hier, Thomas antwortet, aber ich sehe es sofort. So, und dann kann ich jetzt hier in diese Antwort hier von ihm, kann ich entweder dir direkt reinschreiben. Und jetzt sehe ich, dass ich zumindest hier mitgeschrieben habe, weil ich in diesem Teil dieser Wave plötzlich mein Konterfei auch auftaucht. Ich hätte auch jetzt einfach hier drunter schreiben können. Du hast übrigens, Thomas, das nicht ganz korrekt gemacht eigentlich, weil du hättest das als Reply machen können. Man kann nämlich als Reply, das habe ich jetzt aber auch nicht gemacht, wenn ich hier drauf, dann wird es so eingerückt. Genau, so kann man also das auch so so Threading machen, das einklappen. Und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, der Stefan, achso, bist du, nee, du hast auch keinen, nee, hab ich dich? Nee, ich hab dich nicht. Hast du einen Wave-Account? Nee. Achso. Okay, liebe Zuhörer vor dem Screencast, ich sitze hier gerade zusammen mit Thomas und Stefan und wir führen euch das ja vor. Ich könnte jetzt, wenn ich jetzt eine andere Person mit dazu nehmen würde, jetzt nehmen wir einfach mal irgendjemanden dazu, der unverfänglich ist. Dann nehmen wir den Frank dazu. So. Und wenn sich jetzt Frank einloggt,
Normalerweise, wenn ich eine E-Mail schicke und wir tun uns so hin und her schicken und dann irgendwann sage ich, ach, eigentlich müsste der Frank auch was davon wissen, dann schicke ich dann vielleicht ein CC an Frank bei meiner nächsten Mitteilung. Bei Wave ist es so, dass ich jetzt Frank dazu nehme und er sieht jetzt den kompletten Wave, so wie das jetzt da momentan aussieht. Und wenn Frank sich jetzt überlegt, aha, okay, wie ist denn das hier alles so entstanden, dann kann der auf Playback draufdrücken. Und dann sieht man so, dann kann man hier sich durchklicken durch diese verschiedenen, jetzt habe ich Thomas dazu getan, dann hat Thomas was geschrieben, dann habe ich geschrieben, dann habe ich nochmal geschrieben, wieso, und dann habe ich nochmal wieder geschrieben, nicht so schlimm, und dann hat der Thomas da oben noch irgendwas gemacht oder so, ich weiß gar nicht, das sind so aus der Kleinen gemacht. Ah, korrekt, korrekt. Und dann habe ich noch den Frank eingeladen und das war's. Ja? So. Und insofern kann man den Durchlauf von so einem von so einer Wave dann aufbauen. So. Und jetzt sieht man hier schon so ein bisschen, dass die sagen, man kann mit so einer Wave relativ viele Sachen machen. Man kann also zum Beispiel auch Tasks überprüfen, man könnte auch Meetings absprechen und insofern könnte man sicherlich auch Google Wave nutzen, um Projektmanagement zu machen. Und liebe Leute da draußen, falls ihr das macht oder schon mal ein gutes Beispiel gesehen habt, bitte in die Kommentare. So, und dann gibt es noch eine Software, die ist OpenArchium. Das ist für die Open-Source-Freunde, die einen eigenen Server haben. Da kann man tatsächlich die sich runterladen und auch dann halt laufen lassen. Das ist natürlich dann kostenfrei, da kann man natürlich auch beliebig große Projekte machen. Und es gibt natürlich auch sehr viele andere Kollaborationstools, die man dann nutzen könnte. Da gibt es aber nochmal eine eigene Episode dazu. Und CoMindWork ist wieder, das ist, also ich habe wirklich mal im Netz geschaut und habe gesagt, welche von diesen Diensten kann man kostenlos nutzen. Und CoMindWork ist nochmal ein sehr schön gestaltetes System. Hier sieht man auch nochmal sehr schön die Gantt-Charts und es gibt auch eine iPhone-App, mit der man darauf zugreifen kann und so weiter und so fort. Und da kriegt man auch ein Projekt kostenlos gehostet. Insofern, also ich glaube für Studierende ist es eine ganz gute Möglichkeit, irgendwie eins von denen zu nutzen. Okay, so viel zum Thema Projektmanagement für heute. Ich hoffe, es hat einen ganz guten Überblick gegeben. Und wie gesagt, wir sind sehr gespannt, falls es Leute gibt, die auch mal Projektmanagement mit anderen Werkzeugen zusammentun. Und bitte schreibt uns Kommentare dazu und ob ihr es auch überhaupt sinnvoll findet oder ob ihr das eigentlich viel zu over Project Management findet. Wie immer die Bildquelle am Anfang und euch sonst viel Spaß mit euren Projekten.